dieser bitterlichen Kälte, die auch zurzeit bei uns draußen herrscht. Nee, leider nicht der Fall. Wir kriegen keine weißen Weihnachten, wirklich blöd. Aber jedenfalls bei dieser Kälte habe ich unsere drei Ladies hier rausgeschickt, damit wir eine Runde umbauen können. Yay! Ja, ich freue mich schon total. Ja, hatte ich letztens ja, glaube ich, auch angekündigt gehabt, dass hier auf jeden Fall mal wieder Umbauzeit ist. Ich meine, wir haben ja hier auch echt ein karges Wohnen momentan und genug Geld auf dem Konto. Und von daher würde ich sagen, machen wir eine Umbaufolge. Huhu! ja, starten wir auch einfach mal, würde ich sagen. Vielleicht geht die hier auch ein bisschen länger als sonst, keine Ahnung. Jedenfalls morgen, passend zu Weihnachten, würde es dann wieder eine schön schneeflockige Folge geben. Unsere gute Michelle hat gerade auch Schnee frei bekommen. Und ja, ich denke, von daher wird das alles ganz gut funktionieren. Ja, ich werde jetzt erstmal hier die Zimmer weiter ausbauen. Damit wir hier erstmal so einen kleinen, schönen Standard haben und nicht alles hier so karg und leer ausschaut. So, was haben wir denn hier Schönes an Pflanzen? Oh Gott, wir haben jetzt mittlerweile so viele Pflanzen, das ist so mega toll. Gut, irgendwie eine kleine Pflanze, die wäre schon mal nicht übel. Ja, würde ich fast hier diese 0815 Normalo-Pflanze nehmen. So, ich brauche jetzt irgendwas zum Einfärben. Nehmen wir doch einfach mal das Bett. Ja, ja, welches Grün hatten wir denn da eigentlich? War das hiervon eins? Ich glaube, das ist hiervon eins, oder? Ach, keine Ahnung, welches das ist. Wir färben es jetzt einfach mal so ein. Ist auch wirklich schick. So, nee, was machen wir denn hier noch? Ein Spiegel vielleicht dran? Braucht Omi Leonie einen Spiegel? Die braucht eher ein Bücherregal, oder? Ah, ein Bücherregal. Was haben wir denn hier für Bücherregale? Gott, was sind denn das hier alles für Bücherregale? Niedrig ist ganz direkt. Warum habe ich das hier 10-mal drin? Hä? Oh, ich erzähle mal dasselbe Bücherregal. Ah, okay, das sind also verschiedene Variationen. Gott, von wo sind die denn? Ich habe vergessen, von wo die sind. Ach, ich glaube, ich habe mir letztens irgendwas gedownloadet, da war das drin. Weil es ist ja jetzt immer dieser Festtagsrabatt, wo man irgendwelche Sets für ganz wenig bzw. kostenlos bekommt, die sonst ganz wenig kosten. Und da schlage ich momentan sehr eifrig zu. Aber vergesst das irgendwie. Wo haben wir denn da jetzt irgendwie was hier reinpasst? Also ich finde gerade nichts, was hier reinpasst. Vielleicht eher so was Pferdemäßiges Altes, aber dazu passt dann wieder das blöde Bücherregal nicht. Ach, verdammte Axt. Ah! Da muss doch irgendwas reinpassen. Grr. Böse. Ja, das ist too much. Vielleicht einen kleineren Kleiderschrank? Ein kleinerer Schrank? Kleinerer Kleiderschrank wäre schon mal die Lösung, glaube ich. Nehmen wir den? Ja, komm, wir nehmen jetzt einfach mal den. Und färben den mal passend ein. So, hier, zack und zack. Ich würde es glatt weiß machen, oder? Okay, jetzt ist es blau, aus welchem Grund auch immer. Das finde ich irgendwie hübscher. Das setzt sich wenigstens ein bisschen ab, ne? So, nee, dann haue ich das Ding mal raus. Passt da eine Lampe rauf? Tatsächlich. Ja, mein Gott. Beschweren wir uns einfach mal nicht. So, dann packe ich hier einfach nur noch ein großes Bücherregal hin. Am besten das, was ich hier gerade hatte. Obwohl, das ist auch schick. Aus Jahreszeiten? Ich glaube, das aus Jahreszeiten passt besser rein. Scheiß mal auf die Muscheln da drin. So, hier einfach mal zack. Ist das schick? Zeig mir, ob das schick ist. Ja, ja, ist schick, lassen wir so. So, dann hat Omi jetzt wenigstens ein halbwegs schönes Zimmer. Ein bisschen mehr was drin. So, aber hier für Michelle müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Das geht gar nicht, das sieht einfach grauenvoll aus, ihr Zimmer. So, sie kriegt jetzt erstmal hier so einen anständigen, schönen Stuhl. Wo haben wir denn hier einen? Hier, das ist ein schöner Stuhl. Den bekommt sie natürlich. So, und wir müssen irgendwie hier das auch anders einfärben. Ich meine, der Teppich, der hat auch eine Farbe. Der passt überhaupt nicht zum Rest vom Zimmer. Ach, herrje. Ich bin hier wieder völlig im Umbauwahn. Aber ich habe schon ewig nicht mehr gebaut, nicht umgebaut, keine Sims erstellt. Auch ich will jetzt unbedingt, ich bin so froh, dass ich Ferien habe und endlich mal Zeit dafür. Ey, das ist so toll. Ich muss jetzt erstmal die Weihnachtsfeiertage überstehen, wo ich mich auch schon echt drauf freue. Hoffe jetzt halt nur, dass ich mit dem Aufnehmen noch alles hinkriege, weil ihr merkt ja, heute kam auch schon wieder was später. Das lag daran, dass ich in einem Supermarkt war und da ich keine Werbung machen will, verrate ich nicht in welchem. Und habe tatsächlich versucht, dort noch die restlichen Geschenke zu kaufen, aber irgendwie
wurde das nicht so recht was, beziehungsweise es wurde was, aber dann stand ich Ewigkeiten an der Kasse. Ich dachte, ich werde nicht wieder, ey. Das hat wirklich ewig gedauert. Total schlimm. So, nee, wartet. Erst muss ich das hier umfärben. Und zwar auf den Teppich, damit ich den Farbton habe. Oh, nee. Und dann habe ich da halt wirklich ewig gestanden. Dann bin ich noch zu meiner alten Arbeit gewandert und habe da noch gekauft. Und, oh, nee, dann habe ich mich da auch noch halb festgequatscht. Und, ah, oh, das war schlimm. Aber jedenfalls waren überall die Schlangen ewig lang. Und es hat mich halt dementsprechend genervt. Und dementsprechend war ich später zu Hause. Dementsprechend habe ich später gefrühstückt. Und dementsprechend später kommen jetzt die Parts. Ja, aber ich denke, ich kriege jetzt für die Woche noch alles aufgenommen heute. Und ja, dann sollte das eigentlich schon zu machen sein. Oh nein, jetzt habe ich das wieder falsch eingefärbt, oder? Ach, verdammte Axt. Nee, warte, das war das Weiß. Ilk. Was bist du? Okay, du bist das. Also müssen wir das... Nein, nein, Quatsch. Oh nein, jetzt heißt es falsch. Nein, das muss doch weiß. So, und das jetzt mit dem. Komm, hier. Scheiße, ich habe total den Überblick verloren. Ha, nee. Ja, jedenfalls freue ich mich total auf Weihnachten. Wie verbringt ihr denn eigentlich eure Weihnachten? Macht ihr das eher so ganz traditionell mit Familie und so? Oder schließt ihr euch einsam in euer Zimmer ein, weil ihr keinen Bock auf, keine Ahnung, falsche Familienfäden habt oder so, wo sich alle einmal im Jahr treffen und sich dann sagen, wie lieb sie sich haben und den Rest des Jahres gucken sie sich mit dem Arsch nicht an? Oder seid ihr wenigstens so eine ganz tolle Familie, die sich halt wirklich lieb haben? So wie meine Familie zum Beispiel, das habe ich total gern. Ich bin so gerne bei meiner Familie. Ah, oh, ich hätte nicht so früh ausziehen sollen. Schlimm. Also, merkt euch das. Wenn ihr eure Familie liebt, bleibt so lange wie möglich da. Es ist toll da. So, ja, einen vernünftigen Schreibtisch. Was ist denn hier vernünftiger Schreibtisch? Ich mag den eigentlich. Der ist hübsch. So. Der wird jetzt nur noch weiß. Er weiß nur noch nichts von seinem Glück. So. Ach, nee. Ach, nee. Oh, ich bin gerade müde. Also ich bin nicht so richtig müde. Ich habe lange geschlafen, aber ich bin so... alles ist dunkel. Aber es wird ja seit ein paar Tagen wieder früher hell, ne? Also es wird nicht mehr so früh dunkel. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ich bin auch verwirrt. So, du kommst auch noch weiß. Aber ich hätte dich gern pink. Nein, dich nicht. Ich habe mit der Pflanze gesprochen. Ach egal, ich mache jetzt erstmal den Teppich. So, hier... Palali. So, dann färbe ich das einfach nochmal so ein. Ist das eigentlich dieselbe Farbe? Nee, wa? Egal, jetzt haben wir aber dieselbe Farbe. Ich würde die gern abspeichern. Ich finde die irgendwie schön. Aber so eine ähnliche habe ich hier schon irgendwo drin, glaube ich. Ja, die hier. Ja, das ist die Rivers-Farbe. Mm. Egal, ich lasse es jetzt erstmal so. Wenn ich nehme, mache ich mit der Rivers-Farbe weiter. Ist mir sowas von Schnurzpiep egal. So, ja, der Kaufmodus und der Baumodus, da hintere zu wechseln, ist schon echt schwierig. Ja, so gefällt mir der Teppich auf jeden Fall schon mal besser. Das sieht nicht mehr ganz so blöde aus. So, aber da sind wir immer noch nicht weiter, was hier alles so rein muss. Ich glaube, ein Computer hatte sie, oder? Also ich bin mir da fast sicher, dass sie einen hatte. So, dann kommt da jetzt mal das Bücherregal hin. Dann können wir... Ach, wisst ihr was? Sie kriegt jetzt einfach mal ein richtig großes Bett. Ich meine, sie wird ja auch langsam älter, da kann sie auch sich mal ein schönes Bett besorgen. Auch geil, dass die Ladestation hier bei den Betten mit bei ist, muss ich mir mal merken. Ja, das Bett muss jetzt nicht auch zu teuer sein. Wie so ein süßes Prinzessinnenbett vielleicht? Nee, das ist zu übertrieben, oder? Das ist ein Touch too much. Ja, nehmen wir einfach das Normalo-Bett. Das ist auch okay. Aber dann haben wir wieder keinen Platz für den Kleiderschrank, das ist auch scheiße. Ach, Menno. Ja, wie ich das jetzt drehe und wende, wir haben keinen Platz für den Kleiderschrank. Es sei denn, ich stelle das so hin und dann so. Oder? So, machen wir hier noch ein Fenster mit rein. Weil ich gerne zwei Fenster überall habe. So, ja, dann lasse ich das ja einfach so auf der Kante stehen. Was soll's, ganz ehrlich. Ist doch schick. Und wie ihr beschwert euch, das ist wahnsinnig schön. So. Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Geschmacks... Oh mein Gott. Das sah einfach nur grauenvoll aus. Ja, ich hätte jetzt aber gerne das Pink nochmal irgendwo. Die Farbe ist eigentlich schön, aber ich will die jetzt nicht extra abspeichern. Genau deswegen, weil wir sonst ewig laden, weil ich jede scheiß Farbe abspeichere. Die Farben sind aber auch toll. Hier, das Gelb, das könnte ich zum Beispiel rausnehmen. Das ist so ein Blödsinn, dieses Gelb. Hier, das nehme ich jetzt raus. Oder? Das... Das ist eher so ein Goldton, dann nehme ich das Gelb einfach raus.
Ah, da sind eigentlich die wahrscheinlich zweimal drin, wegen Gelb und Gold. Eklig. Okay, also bleibt's doch drin. Gut, du wirst aber erstmal weiß und du warst dann, glaube ich, die Bettdecke hier. Ja, gut, dann wirst du einfach pink. So, der hier ist auch im Holzlook. Nicht so meins. Das machen wir mal lieber weiß. So, ist schick. Gut, da hängt der Spiegel. Hier ist es schön. Ja, ne, brauchen wir jetzt einfach nur nochmal einen Kleiderschrank. Würde ich ja fast mal den hier von Omi klauen. Nur, dass wir den dann nochmal komplett weiß machen. So. Ja, ist doch schick, oder? Also ich finde, das ist jetzt okay. So. Es sieht schon mal besser aus als vorher, oder? Das kann man nicht anders sagen. Gut, wie sieht es hier mit dem Zimmerfarben aus? Okay, dann machen wir mal hier noch schnell der guten Lara ein schönes Zuhause. Ja, was nehmen wir denn dafür? Ein tolles Bett? Vielleicht eher was... Hier, das würde ich fast nehmen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Dann bastel ich das mal hier hin. Dann haben wir da noch Platz, um was hinzustellen. So, Pflanze. Pflanze, schon wieder eine Pflanze. machen wir eher mal was Trockenes. Da würde ich dann fast die hier nehmen. Die habe ich auch noch nicht eingefärbt. Meine Güte, ich lasse es hier aber auch schleifen. So, färben wir mal alles ein. Und schauen mal, was hier für Farben waren. Muss ich mal so ein bisschen übertragen hier. So, was... ja. So, das Weiß ist doof. Das ist okay. Dann machen wir das Weiß. Und was wird das? Dann wirst du auch diese Cremefarbe. Oder? Das ist doch okay. Das wirkt schön neutral. Das ist hübsch. Das lassen wir so. Nee, dich wollte ich komplett da raus haben. So, Kleiderschrank. Du kriegst diesmal einen vernünftigen Kleiderschrank. Nicht sowas, naja, sowas Geplättetes halt. was haben wir denn da Schönes? Haben wir da was Schönes? Hier, der ist ganz okay. Nehmen wir einfach mal den. So. Ach Mensch, was machen wir denn da jetzt noch rein? Du bist auch doppelt. Ah, doppelt ist doof. Was Kleines? Ja, wir brauchen auch nicht überall ein Bücherregal. Das ist auch doof. Wir brauchen auch nicht überall einen Kleiderschrank, davon abgesehen. Aber ach, machen wir da jetzt einfach mal einen Spiegel rein. Ist ja nicht so, als hätten wir schon überall einen Spiegel, aber... Das ist ein schöner Spiegel. So, okay, der passt da auch nicht richtig rein. Dann schieben wir dich einfach mal beiseite. Und dann passt der wieder. So, dann einmal... Ups. So, da haben wir doch schon glatt ein schönes Zimmer, oder Leute? Das sieht doch gut aus. So, aber jetzt haben wir nur die Schlafzimmer geschafft in dem Part. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. So, nee, die Lampe ist hässlich. Ja. So viel dazu, ne? Ja, wird jetzt einfach mal eine Download-Lampe, weil ich die echt mag. Und ja, die Farbe von der gefällt mir eigentlich schon fast so, wie sie ist. So, bleibt so, ist schick. Ah. Dann schnell einen Beistelltisch. Oh, welcher ist denn dafür? Ich weiß es nicht. Verdammt. Ich hab's vergessen. Nicht gut. das war... Ach, scheiße. Ich weiß es nicht. Wenn wir den hier einfach nehmen. Der ist auch schick. So. Wird jetzt einfach der. Gut, dann... gut, der braucht auch nicht mehr. Das ist genauso toll. So, stell dich mal darauf. Du mal dahin. Und du auch noch darauf. So. Ist jetzt zwar alles hier sehr farblich abgestimmt, aber ist mir jetzt auch mal völlig egal, ey. Hauptsache, es sieht nach was aus. So, schick. Du stehst auch. Das ist hübsch. Bild brauchen wir jetzt nicht. Hauptsache, ihr habt jetzt nicht mehr diese ekligen 0815 Schlafzimmer. So, haben wir hier irgendwas, was wir noch ganz dringend brauchen? Nein, wir könnten aber noch einen Napf nach oben stellen. Dann wäre hier schon mal einer mehr. Das Zauberzimmer hier. Brauchen wir da noch irgendwas anderes?
Wir könnten eventuell, ja gut, die Töpfe haben wir hier. Wir haben hier ein bisschen was ausgebaut. Die Voodoo-Puppe, das Wohnzimmer. Das haben wir soweit. Ja, die Küche könnten wir auf jeden Fall noch machen. Ich mache jetzt einfach noch schnell hier die Küche mit, weil der Herd ist echt ranzig und der Geschirrspüler ist auch echt doof. Müssen wir hier ein bisschen was Hochwertigeres reinkriegen. Hier stellen wir einfach mal den mit rein. Und einen vernünftigen Geschirrspüler. Machen wir, gönnen wir uns einfach mal zwei. Wir sind ja nicht so. Und eine Müllpresse gibt es auch gleich noch dazu. Mensch, ist heute hier gratis Verband. So, und hier habe ich alles im Metallton. Echt? Bin ich denn auf die Idee gekommen? Ja, ist ja egal. Machen wir es einfach mal weiter. So, färbe dich, Simsalabim. So, okay, das ist jetzt aber echt extrem metallic. Die Arbeitsfläche, was habe ich mir denn bei der gedacht? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Lassen wir es einfach so. Habe ich die Mikrowelle? Die könnte ich eigentlich auch noch einfärben. Mein Gott, wie alles schon in dem Farbton ist. So, vielleicht die ein oder andere Pflanze noch, damit es hier nach was ausschaut. So, schick. Wahnsinnig hübsch. Haben wir sonst noch irgendwie was? Quatsch, falsche Abteilung. Ja, hier ist eine ganze Menge von diesem ganzen Zeug. Das Ding ist so cool. Ist das nicht dieses Getränke-Blub? Keine Ahnung. Dieser Kühlschrank-modernes irgendwas hier, das wäre auch genial. Aber ich will nicht so alles so total modern hier haben, weil das ja doch das Bauernhof-Image hat. Wäre irgendwie ein bisschen ungünstig. Aber wir könnten auch noch eine Fritteuse hinstellen. Frittieren ist immer geil. Wir frittieren jetzt. Ah, die Fritteuse ist toll. So, Fritteuse. So, Fritteuse eingefärbt, Fritteuse gut. So, Badezimmer. Wollen wir noch schnell was im Badezimmer machen? Obwohl, hier haben wir eigentlich schon ein bisschen was schön, oder? Was ist hier oben? Haben wir hier oben alles? Hier oben können wir noch eine Badewanne hinstellen. Können wir uns auch mal eine teurere Badewanne leisten. Nicht dieses billige Ding von unten. Ja, nehmen wir einfach mal die hier. So ganz spontan. Warum haben wir eigentlich so ein ekliges gelbes Badezimmer? Was habe ich mir wieder dabei gedacht? Manchmal denke ich auch nicht, habe ich das Gefühl. Jedenfalls sieht es irgendwie eklig aus. So. Schick. Ja, weiß nicht, das ist jetzt sehr farbneutral, aber was soll's. Genau, das hat jetzt die Fassung. Das ist einfach nur dreckig. So, dann bleibst du hier einfach mal weiß. So. Schick. Die können wir auch nochmal einfärben. So. Dann wirkt es auch schon glatt viel wohnlicher, oder? Das ist doch toll. Das ist total super. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, das ist auch noch weg. Das hin. Das ist einfach mal dahingestellt. Ich hoffe, das haut es so hin. Ich weiß es nicht. Wir können ja einfach mal schnell umstrukturieren. So, dahin, du hier hin, dahin, du hier mit hin. So, du kommst mal nach da. Wo sich das denn blöd macht, aber egal. So, da mit hin, da. So. Und Katzenklo. Ist doch schick, oder? Also ich finde das wahnsinnig toll. So, haben wir das fertig? Das sieht nach was aus. Hier das Wohnzimmer. Mein Gott, das hält. So, können wir noch irgendwie was Aktivitätenmäßiges hinstellen? Wir haben ja das Trampolin mit hingepackt. Und draußen ist gerade sowieso Winter. Also wird es da auch ein bisschen von der Richtung aus schlecht. Haben wir hier oben noch irgendwie ein Zimmer frei? Ja, nur den Flur haben wir. Was willst du denn da großartig reinstellen? Du kannst höchstens ein Trainingsding mit hinpacken. Ja komm, können wir wenigstens noch ein bisschen trainieren. Einen Basketballkorb brauchen wir gerade nicht wirklich. Die Puppe haben wir. Wir könnten mal Hufeisen werfen machen, aber wie gesagt, draußen liegt Schnee. Auch ungünstig. Ja, keine Ahnung. Ich hätte aber gerne noch irgendwas. Ach, Menno. Ja, aber ich glaube, ich habe heute einfach kein Glück hier mehr. Das wird nichts. Nein, nein. Wir können uns noch so einen magischen Spiegel besorgen. Den haben wir noch nicht, oder? Ach, stellen wir den einfach mal hier mit rein. Das ist hübsch. Ja, gut. Dann bin ich jetzt erstmal hier soweit fertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, auch wenn wir jetzt hier gerade nur ein bisschen umgerichtet haben. Aber ich finde, es ist besser als nichts. Es sieht schon mal wohnlicher aus. Und ja, dann werden wir morgen einfach mal in einen ganz tollen, normalen Zoom-Part starten. Und ja, dann bis dann und ciao!